Wir setzen ja immer wieder die Stacheln, dass Menschen oder auch Uli Moore hat gesagt, bewegt euren Arsch. aber vielleicht so eine positive Motivation wäre, glaube ich, auch mal wieder ganz gut, dass man sich so ein bisschen intensiver vorstellen kann, wie so eine Stammes- oder ich sag mal Dorfstruktur aussehen kann, wie es auf Innererde aussieht, wie frei Menschen sein könnten, wofür wir eigentlich jetzt einstehen. Ich glaube, für viele ist es sehr weit weg, ist es sehr illusorisch, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Wenn wir das noch ein bisschen skizzieren könnten, wie sieht es auf Innererde aus? Weil aus meiner Sicht ist das die Vorbildzivilisation. Ist auch relativ dicht dran, also von einfach von dem energetischen Feld her auch aus. Ja, wir haben wirklich vergessen, wie es ist, dass wirklich hohe kosmische Ströme wieder durch unseren Körper fließen. Wir sind so runtergedämpft worden durch alle möglichen Sachen, die wir zu uns nehmen, durch dieses Hintergrundrauschen. Also auf der Oberfläche wird ja durch diesen ganzen Frequenzkram wird wie so ein energetisches Rauschen hochfrequentes Rauschen installiert, das diese höheren Energieströme, und das ist ja auch etwas, was ja einfach Lebensfreude und diese ganzen Qualitäten oder Eigenschaften, die wir uns wünschen, sind ja damit verbunden. Sind sowohl tragende Elemente für diese Kultur, für die Stammeskultur, als auch in der Stammeskultur gibt es viel mehr Spielraum, viel mehr Platz, genau diese Eigenschaften, die wir uns gerade so sehr wünschen, auszuspielen und rauszutragen. Und ja, Innererde, ich überlege gerade, was wir da schon gesagt haben und was nicht, aber es nicht so wichtig. Wie sieht da so ein Tagesablauf aus, wenn man sich das vorstellen könnte? Also zuerst einmal sehr individuell und sehr vielseitig. Also das heißt, dass der einzelne Mensch in Innererde ja gar nicht so wie bei uns irgendwelchen äußeren Verpflichtungen nachrennt, sondern einfach, also da wird sicherlich auch schon nach Tageszeit und durchaus auch nach bestimmten Terminen oder Richtwerten, Zeitrichtwerten gearbeitet. Aber es ist vielmehr die Achtung einer bestimmten Zeitqualität. Also das Wissen, dass man zum Beispiel in der Nacht besonders gut diese oder jene Tätigkeit ausführen kann. Wir haben keine Nacht. Oder? Da es gibt, also klar, die Sonne scheint die ganze Zeit so. Es ist die ganze Zeit hell, aber die Energiequalität, wenn bei uns Nacht ist, wird unten auch gespürt. Ne? Also die Sonne hat eine durchgreifende Wirkung, selbst durch den Mantel. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die, und die sind auch zum Teil, also mit ihrem Schlaf- und Wachrhythmus an unseren synchronisiert. Also das wird schon in ähnlichen Rhythmen auch wie hier gehandhabt, wobei natürlich es, ja, ne, also die Zentralsonne da die ganze Zeit scheint. So, ne? Trotzdem ist die Energiequalität bei Nacht eine andere als beim Tag. Also da gehen die kosmischen Energien, die Sonnen und die lunare Energie einfach auch durch. Das kriegen die Innererde auch schon mit. Und ich würde sagen, dass sie viel sensitiver wissen, wann ein Zeitfenster für welche Tätigkeit aufgeht.
Ne, dass sie, also wir haben ja irgendwie einen durchstrukturierten Tagesplan und dann ist halt schon festgelegt, dass ich in 2 Monaten da und da das und das mache. Und bei uns wird viel weniger achtsam auf Zeitqualität gelegt oder dass man bestimmte Rhythmen von Entspannung, von Rückzug oder von wieder in Aktivität gehen oder diese oder jene Tätigkeit ausführen. Also ein ganz klassisches Beispiel, was auch auf Obererde immer wieder ausgeführt wird, ist das Holzschlagen zu bestimmten Vollmondzeiten für bestimmte Art von Häusern oder anderen Projekten. Also, dass man Holz am besten zu einer bestimmten Zeitqualität in Anführungszeichen erntet. Und so auch bei anderen Dingen, die man gepflanzt hat, dass es immer klar ist, okay, die Zeitqualität bestimmt darüber, wann etwas einfach dran ist. Und da ist vielmehr der Lebensrhythmus oder Zyklus also weniger an äußere Strukturen gebunden, als vielmehr an das, was sich natürlich ergibt, an Energiequalität, Zusammenspiel und ja, der Tagesablauf. Also wenn wir jetzt nach Innererde gehen, wäre wahrscheinlich eines der ersten Sachen, die wir bemerken, ist es total entschleunigt. Ne? Menschen oder die Wesen, die da rumlaufen, wir würden die Idee haben, die haben ja gar kein Ziel. Ne? So würde das von außen aussehen. Ne? Wenn wir jetzt eine Stadt, oberirdische Stadt angucken, die laufen immer sehr geradlinig, sehr zielstrebig irgendwo hin. Die Hast ist ihnen auf die Stirn geschrieben. Und in Innererde würde man vielleicht eher so denken, aha, also wollen die überhaupt irgendwo ankommen? Also die Zielstrebigkeit wäre nicht gleich irgendwie ersichtlich von den Wegen, die sie gehen. Und es wäre sehr entschleunigt und Könnte ich noch einen Tee haben? dennoch, ja, also Dinge passieren im Vorbeigehen, also ohne Anstrengung, einfach natürlich aus sich heraus, ohne Zwang, ne, ohne die Idee, etwas produzieren zu müssen, etwas liefern zu müssen, irgendwas kriegen zu wollen. Und also es ist eigentlich auch, es ist durchzogen von der Qualität von Spiel, ne, dass es in einem leichten spielerischen Setting vor sich geht. Natürlich gibt es auch Plenumsdiskussionen, wo durchaus eine Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt wird, weil die ja auch mit verstrickt sind in bestimmte Erdenaktivitäten. Und dennoch wird alles mit so einer gesunden, natürlichen Distanz, einer Leichtigkeit und naja, andersrum könnte man sagen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie das Leben auf Obererde eigentlich abgeht und gar nicht vorstellen können, dass die mentale Programmierung hier so stark greift, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Fähigkeiten, wenn sie auf Obererde kommen, zum Teil verlieren würden. Ja. Also Also das der sind Zeitdruck ist da auch vollkommen rausgenommen. Ja. Ja. Die Energiequalität ist so, dass sie sich wirklich den Zyklen und Rhythmen natürlicher Wachstumsprozesse hingeben. Bei ihrer eigenen Entwicklung als auch bei den Sachen, die sie anpflanzen, bei den Projekten, die sie angehen. Und wir haben hier halt sehr stark
diese Idee, was liefern zu müssen, bis Zeitpunkt X muss das und das in der Kiste sein, muss das und das fertiggestellt sein und entkoppeln uns eigentlich dadurch von natürlichen Phasen von Anspannung und Entspannung. Angenommen, wir würden die Menschen auf inner Erde mit dem Gesundheitszustand 100% definieren. Vor dem Hintergrund, wo würdest du sagen, würde man die Menschen hier ansiedeln, wenn die da unten 100% wären? Naja, die gesünderen würde ich so bei 20% ansiedeln. Die weniger gesunden. Ja, die weniger gesunden krepeln so zwischen 5 und 7%. Okay. Also jemand, der, ich sag mal, bei diesen 5 bis 7% rumkrepeln, die können sich ja gar nicht, die denken ja auch noch, die gehen zum Arzt, der Arzt findet nichts und der sagt, sie sind gesund. Aber die können sich gar nicht vorstellen, wie sich ein wirklich gesunder Körper anfühlt. Wie sich ein wirklich gesunder Geist anfühlt. Ja, das ist so weit weg. Also da wird schon, also hier haben wir eigentlich schon die Abwesenheit von Krankheit als einen Zustand von Gesundheit definiert. Und das ist an sich schon so absurd, weil, also ich möchte auch vielleicht gar nicht den gesund, sondern den Begriff heil. Etwas ist heil. Das ist nämlich noch mal viel stärker als gesund zu sein. Heil heißt nämlich ganz zu sein, vollständig zu sein und auch in Harmonie, in Mitte zu sein. Und wir haben wirklich keine Vorstellung, was es heißt, in einem vollständig heilen, ausgeglichenen Körper zu sein und darin Handlungen auszuführen. Also das ist uns tatsächlich schon so weit abhanden gekommen, diese Empfindung davon, dass wirklich alles in uns in Gleichgewicht ist, dass wir uns halt schon sehr leicht mit den 10 bis 15% zufrieden gehen und am guten Tagen, wo wir ein bisschen mehr Energien haben, haben wir auch 20%. Aber es ist dennoch ein absolut heruntergedrosseltes Körpergefährt, in dem wir hier fahren, möchte ich sagen. Also das heißt, es gibt wirklich viel, 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 viel zu gewinnen, wenn wir jetzt den Schritt in die Freiheit wagen und schaffen. Auf jeden Fall. Also nach oben hin gibt es keine Grenzen, ne? Je kreativer und flexibler wir in dem werden, unsere eigene Energie wieder zu synchronisieren und an den richtigen Stellen die richtigen Impulse zu setzen. Es geht nicht darum, die ganze Zeit auf dem fünften Gang zu fahren, sondern im richtigen Moment hochzuschalten, um dann auch wieder sich in der Mitte einzupendeln. Weil das ist, also die ganze Zeit auf dem fünften Gang zu fahren, würde unser eigenes System einfach komplett überfordern. Aber zu wissen, wann die richtigen Impulse wie gesetzt werden, und es hat auch wieder was mit die Zeitqualität spüren und sich darauf eintunen zu tun. Und dann können wir unsere Wirksamkeit ganz anders gestalten. Wie ist das Zusammenleben zwischen Mann und Frau? Ja, da können wir wieder eine Box aufmachen. Da ist also dadurch, dass da unten auch eine rege Speziesvielfalt herrscht, dürfen wir das nochmal differenzierter betrachten zwischen welchen Spezies denn im Speziellen. Es ist ja ein großer Bruchteil von inner Erde sind ja Menschen, die entweder da geboren worden sind oder dorthin geführt worden sind. Es ist
Ja, die. Also für nach menschlichen Maßstäben ist es sehr schwer, in unseren Begrifflichkeiten darzustellen, wie intensiv die Liebes-Vertrauensbeziehung in Innererde gelebt wird. Ne, das entzieht sich, da haben wir vielleicht so ein kleines Gefühl, ne, wenn wir in unserem Hochgefühl sind, dann kriegen wir ein schwaches Abglanz, ein schwaches Abbild von dem, was dort Minimalstandard ist, möchte ich sagen, an Beziehungsmiteinander. Also wir dürfen tatsächlich unseren eigenen Maßstab nochmal nach oben justieren, wenn wir begreifen wollen, wie Innererde miteinander umgeht und wie sehr eigentlich, ja, also ich muss ehrlich sagen, durch das Lesen von den Büchern von Christa Jasinski habe ich erst gemerkt, wie sehr wir hier in die Entfremdung geführt worden sind. Ne? Und das ist auch eigentlich so diese Schritte, sich dieser Frequenz, dieser Schwingung von Innererde anzunähern, heißt auch immer wieder zu realisieren, ah, warte mal, wir sind eigentlich gerade als Menschheit an einem ganz anderen Punkt. Ne? Und wir haben wirklich noch viel zu lernen. Und deswegen ist es immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden, weil die Begrenzung auf einmal so klar wird. Und also in genau dem Moment, wo die Freiheit so ersichtlich, erfühlbar wird. Und deswegen ist halt diese Transformation, durch die wir hier laufen, halt auch echt immer wieder ein Durchatmen, ein sich mit dem Schmerz konfrontieren, den man einfach aufgrund der Konditionierung hier mitgenommen hat, und dann den nächsten Schritt zu gehen. Beschreib noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen detaillierter, Mann und Frau. Ist der Mann sehr männlich, das Weib sehr weiblich? Also je nach Spezies, es gibt in Innererde die sogenannten Androgyns, die durchaus gesellschaftlich einen sehr hohen Stellenwert annehmen. Ne, das sind so wie die, ist selbst für Innererde die weisen Fortgeschrittenen, die Männlichkeit und Weiblichkeit in sich vereint haben und in vollständiger Balance gebracht haben. Davor gibt es diese ganz klassische Polarität. Jetzt zum Beispiel die innerirdischen Reptus würden wir als zum Teil sehr maskulin beschreiben. Ne? Auch die Körperphysiognomie bei den Frauen ist eine durchaus kräftige. Also da würden wir sagen, dass die ziemlich viele maskuline Anteile auch drin haben, obwohl sie natürlich auch sehr feinfühlig sind. Aber einfach von der Art der fleischlichen Physiognomie sind sie sehr massig, sehr und dadurch auch sehr maskulin in der Erscheinungsform. Also ein Mensch ist da viel filigraner und dünner, schmaler gebaut. Auf jeden Fall gibt es dieses Verhältnis von Weib und Mann, so wie wir es hier auch zum Teil kennengelernt haben auf der Obererde, auch drin, wobei der wesentliche Unterschied wahrscheinlich der ist, dass in Innererde sofort erkannt wird, ah ja, das ist mein Weib, das ist mein Mann. Ne, wir haben uns verabredet. Da besteht ein bestimmter, also da wird auch viel mehr Achtsamkeit
zum Beispiel dem Geruchssinn und den Hormonen in dem Geruchssinn. Also du riechst sofort deinen Partner. So, und du weißt sofort, das ist dein Partner, mit dem du dich verabredet hast hier für dein Leben. Zum Beispiel, also das ist ein Beispiel. Und ich sag mal so, die Beziehungen hier auf der Obererde sind so, dass wir wenig Überschneidungspunkte haben. Also in Innererde ist es so, dass alle Facetten ineinander greifen. Das ist perfekt aufeinander harmonisiert. Es ist wirklich, die Beziehungen sind dort am heilsamsten, wo das innere Miteinander komplett ineinander greift, komplett Überschneidung beider Realitäten vorhanden ist. Hier auf Obererde werden Beziehungen eher geschlossen, wenn sich nicht alles überschneidet, sondern wenn nur ein bestimmter Teil überschneidet, weil wir unseren Wachstum noch mehr aus der Polarität beziehen. Also wir beziehen unser Wachstum dadurch, dass das Weib oder der Mann einen Teil von uns kompensiert, den wir noch nicht ganz ausgebildet haben. Und deswegen gibt es da, also sind oberirdische Beziehungen viel mehr auf Gegensätzlichkeit aufbauend und innerirdische Beziehungen viel mehr auf absolute Kongruenz beider Wesen aufgebaut. Und entsprechend gibt es natürlich auf Obererde viel mehr Konfliktpotenzial, weil eben nicht alles übereinstimmt in der Partnerschaft. Und gleichzeitig gibt es durch das Konfliktpotenzial ganz viel Wachstumspotenzial. Dafür haben wir uns auch kollektiv entschieden. Ein sehr trauriges Kapitel, was ich immer wieder beobachte, ist, dass aufgrund dieser Verzerrtheit der Wahrnehmung auf Obererde Menschen mit Menschen eine Verbindung eingehen, die ihnen gegenseitig nicht dienlich ist und wo sie eigentlich, also es gibt schon so etwas wie Verabredung, und ich möchte dieses vorgeprägte Wort Seelenpartner nicht in den Mund nehmen. Es gibt sowas wie Verabredung. Und wenn jetzt einer komplett blind ist und sich einfach nur nach äußerlichen Prinzipien, ohne in Anbindung zu sein, eine Partnerin sucht, dann kann es dazu kommen, dass er die Verabredung für eine andere Person wegnimmt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in eine Partnerschaft eingehe mit einem Weib, was eigentlich eine andere Verabredung hatte, wir aber beide das nicht mitkriegen, dann geht das ganze Verabredungsspiel funktioniert dann nicht mehr. Und die wenigsten, also die meisten Verbindungen auf Obererde sind so auseinandergerissen worden. Also wir hatten zwar irgendwie eine karmische Verabredung und meistens kommt es dann auf Umwegen immer wieder zu Kontaktstellen, aber die Umsetzung von Seelenplänen auf der Erde, auf Obererde, wird immer wieder verzerrt, weil wir eben nicht auf unsere innere Stimme mehr hören. Und sich so die Partnerschaften, zu denen wir uns hier verabredet haben, nicht mehr so stattfinden können, wie wir es ursprünglich geplant haben. Also Weil an irgendeiner Stelle dieser Verflechtung oder dieser Kette irgendjemand gegen seine Intuition gehandelt hat, eine Frau zur Frau genommen hat, sie geheiratet hat und dann auf einmal ich sag mal so, der karmische Verabredungsplan durcheinandergebracht wurde, der wieder Auswirkungen auf andere Ebenen hat, dass es, und da müssen wir die ganze Zeit auf Obererde nachjustieren und schauen, dass wir Plan B, Plan C, Plan D haben, ne? Mit den Verabredungen auch. Das ist bei Innererde völlig klar reguliert, ne? Da ist eine Verabredung und die findet genauso statt. Und da gibt es also zum Beispiel würde niemand eine Partnerschaft eingehen, wo er weiß,
dass die Partnerin eigentlich eine Verabredung mit jemand anders hat. Also das ist ganz klar reguliert und es wird auch ganz klar artikuliert und ausgesprochen. Und das sind halt Ebenen der Wahrnehmung, die wir hier nicht mehr so ganz klar im Fokus haben. Und diese Ebene von Seelenpläne, aber wieder präsent, können wir hier auch Sachen wieder in Gleichgewicht bringen. Aber das ist zum Beispiel in der Erde von Anfang an per se so, dass Partnerschaften anhand kongruent aufeinander abgestimmter Seelenpläne geschlossen werden und nicht aufgrund von individuellen Bedürfnissen oder, also ich meine, wir haben ja auch, die Seelenpläne regulieren sich ja auch dadurch, dass, also wir kennen es alle, wir haben so einen ganz bestimmten Typ Mann oder Typ Frau von Mensch, der uns anzieht, das uns attraktiv erscheint. Und meistens ist das auch damit gekoppelt, dass dieses Bild von einem Menschen über einen Seelenplan eine Information transferiert, ja, genau so ist die Person, mit der wir irgendwie eine Verabredung haben. Und dennoch ist diese Gewissheit, okay, das ist jetzt die Person und mit der gehe ich jetzt, die wird hier aufgrund der Informationsverzerrung ja ganz schön in Bahnen gelenkt, wo wir letztlich eigentlich Blinde sind, die Blinde folgen. Also du Und gehst das. davon aus, dass wir hier auch auf Außererde Verabredungen haben zwischen Mann und Weib. Nochmal, du warst akustisch gerade sehr leise. Du gehst davon aus, dass wir hier auf Außererde auch Verabredungen zwischen Mann und Weib haben. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also nicht nur Und zwischen Mann und also Weib, sondern auch mit anderen, mit denen wir hier, also alle wichtigen Personen mit in unserem Inkarnationsvertrag. So. Also, und das sind erstmal eine. Die Primärfamilie sind sicherlich mit drin irgendwo, enge Freunde und sowohl diejenigen, die einen sehr stark positiven Effekt auf dein Leben haben, als auch die sehr einen stark negativen Effekt auf dein Leben haben. Also das kann sein, dass deine größten, in Anführungszeichen, Feinde absolut enge Wesen in deinem Seelenplan, in deiner Seelenfamilie sind, die gerade für dieses Inkarnationsreihe diese Rolle einnehmen für dich in deinem Leben, um irgendwas in Ausgleich zu bringen. Also, okay. Und in ja. der Stammeskultur werden wir dann, sagen wir, unsere Verabredung auch besser finden. Definitiv. Also, es gibt da. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, dass die Inspiration habe ich von den Anastasia-Büchern, wo die Art des Rituals dargestellt wurde, wie sich Mann und Weib finden. Und es war auch sehr eindrücklich dargestellt, wie da eigentlich ne, sehr. Ich möchte sagen, sehr rituelle Tanzveranstaltungen gemacht worden sind tatsächlich, wo so eine Art Walz stattgefunden hat, wo einfach ja, die jungen Single-Menschen hingegangen sind, aber die Intuition so klar und scharf war, dass sie sofort erkannt haben, ja, so. Das ist die Verbindung, die klappt. Und manchmal ist es sogar auch so, dass in der Erde irgendwie so, dass die Nachbarstochter, mit der man aufgewachsen ist, also dass man sich schon so inkarniert, dass man miteinander groß wird und von Anfang an klar ist, ja, wir sind diejenigen, die ein Leben zusammen bestreiten wollen. Ne? Also das ist ja. Bei uns in unserer globalistischen Kultur, wo man auch unglaublich viel rumreist, mal heute hier, morgen dort ist, ist es ja schon fast nicht mehr ausführbar,
diese Stabilität auch, also es hat ganz viel an und für sich also für eine bestimmte Art des Lebens in einer ortsgebundenen Stammeskultur zu leben. Wir sind ja momentan so, dass es ganz hip und angesagt ist, ganz viel rumzureisen und hier noch dahin und möglichst in jedem Land mal gewesen zu sein, alles gesehen zu haben. Und da steckt ein ganz tiefer Aspekt der menschlichen Entwurzelung eigentlich drin. Ich möchte sagen, diese Reisesucht weil letztlich, also ich beobachte das bei vielen Menschen, die so rumreisen, dass sie sich selbst eigentlich verloren haben und sich selbst suchen gehen in fremden Kulturen, in anderen Ländern. Und da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Das ist legitim. Und dennoch zeugt es von einer tiefen Entwurzelung. Ja. Wie wichtig ist Sexualität auf in der Erde? Wird viel rein zur Zeugung verwendet, ne? Also Sexualität, wie wir es hier haben, um Nähe und Intimität herzustellen oder um Entspannung herzustellen. Das Nähe, Intimität und Entspannung ist in inner Erde 24 Stunden rund um die Uhr präsent. Dazu braucht man keinen Sex. So. Wenn man da so hingeht, küssen die sich laufend oder fassen die sich laufend an oder wie sieht das aus? Nicht wirklich. Es ist unglaublich herzlich. Also auf einer gewissen Ebene würde ich fast sagen, dass das Miteinander sehr asexuell abläuft, also im alltäglichen Miteinander. Also auch wird viel, also ja, ich glaube, das Thema Nacktheit wird auch viel vorurteilsbefreiter gelebt. So, das ist, also die sind zwar bekleidet, aber also der menschliche Körper ist, oder der Körper des innerirdischen Wesens ist nicht sexualisiert und wird auch nicht sexualisiert gesehen. Also ich glaube, was es am ehesten beschreibt, ist Herzlichkeit und diese herzliche Wärme. Also es wird zum Beispiel viel mehr umarmt als auf Obererde. Und zwar nicht einfach so umarmt, sondern richtig umarmt, dass man den anderen fühlt. So, dass Körperkontakt hergestellt wird. Das ist ein Element, was ganz, ganz viel das soziale Miteinander prägt. Also da können wir auch wirklich noch mal was lernen, dass wir in der Begrüßung die Umarmung von Herz zu Herz wieder pflegen. So, und dass wir, aber meistens ist es halt so, dass wenn wir uns selber nicht fühlen oder wenn wir irgendwas in uns verstecken wollen, dann wollen wir uns auch dem anderen gar nicht so öffnen, weil in der wirklichen Umarmung kriegst du sofort mit, ob der andere gerade in welchem Zustand er ist oder ob der gerade emotional vulnerabel ist. Und deswegen, ja, also diese Herzlichkeit, diese Offenheit, Umarmung, Berührung auch sehr viel. Aber nicht in einem sexualisierten Kontext oder in einer sexualisierten Intention. Also sie haben nicht so viel Sexualität, also nicht so viel Sex. Der Oberflächenmensch hat wesentlich häufiger Sex als der inner als in der Erde, ja. Okay, warum? Naja, weil wir es auf Obererde ganz viel als Kompensation nutzen für andere Sachen, als Kompensation für Entspannung, Intimität und ja, eigentlich einen Wunsch nach Verbindung. Ne, das ist in Innererde die ganze Zeit und in jeder Begegnung präsent.
Und Und die, da braucht dann nichts mehr kompensiert zu werden. ist ja auch eine besondere Energie, in die man da reingeht und aus der man dann auch viel Kraft schöpft. Komplett. Also die Das ist aber diese sexuelle, orgastische Energie, oder? nochmal, auf Es gibt welcher doch, Ebene bist du gerade? ja, eben im Bereich der Sexualität, ich meine, da schöpfen wir ja auch viel Energie raus. Ja, genau. Ja, und diese Energie wird dann nicht so geschätzt, oder wie sieht das aus? Sie wird auf anderen Bahnen hergestellt, beziehungsweise ist eigentlich immer präsent. Wir suchen ja also diese Kraft, und da muss ich wieder dieses Wort verwenden, Sexualität wird viel als Kompensation für einen Mangel auf anderen Ebenen hier auf Obererde ausgeführt. Und diese Kompensation ist einfach in Innererde nicht notwendig, weil die Erfüllung des sozialen Miteinanders in jeder Begegnung tragend und erhebend ist. Mhm. Können sich jetzt die wenigsten vorstellen. Also glaube ich gar nicht mal. Also vielleicht ein gutes Beispiel, wer schon mal auf einem Rainbow Gathering gewesen ist. Vielleicht kennst du das schon Nee. mal? Ne? Das ist ein Get-Together in einer Form, die sehr dicht an eine ursprüngliche Stammeskultur kommt. Man trifft sich, alles komplett selbst organisiert, irgendwo in der Pampa, ohne Strom. Ne? Man ist die ganze Zeit draußen, man kocht auf den Feuerstellen. Und es gibt eigentlich immer und überall Rainbow Gatherings, die dauern einen Monat lang, ne, von Neumond zu Neumond. Höhepunkt ist der Vollmond in der Mitte. Und es ist eigentlich ein völlig, naja, meist unstrukturiertes Miteinander, wo, ja, wenn sich die Leute nicht zusammentun und Essen kochen, dann gibt es halt kein Essen. Aber es wird, also das ist so spannend, dass selbst ohne Aufgabenzuteilung alles gemacht wird, dass es zweimal ein Essen gibt, wo es zu einem großen Kreis gerufen wird, wo es dann einen sogenannten Food Circle gibt, wo vorher gesungen wird, das Essen mit Energie aufgeladen wird. Und ja, ich habe persönlich in Rainbow Gatherings erfahren dürfen, wie sehr ein Miteinander tragend sein kann und wie wenig äußere Strukturen wir brauchen, um uns selber zu organisieren und um alle Dinge einfach, die lebensnotwendig sind, und das ist viel weniger, als wir denken, ja, auf die Reihe bekommen. Also das ist ja wirklich eine klare Empfehlung für die, die das noch nicht erlebt haben, sich mal in dieses Experiment zu begeben, wirklich ganz raus, ganz ohne Strom, also alle technologischen Geräte sind da auch nicht erwünscht. Und also du siehst auch niemanden, der mit technologischen Geräten da rumrennt. Gewaschen wird sich im Fluss. Das ist immer ein Ort, wo ein Gewässer in der Nähe ist. Es gibt ein Mainfeuer, was möglichst die ganze Zeit durchbrennt, den Monat lang, wo es auch bestimmte Feuerhüter gibt. Und es wird also. Es ist eigentlich wie so ein sehr offenes Skills-Sharing, dass jeder das einbringt, was er kann, was er möchte, und dadurch das Gesamte getragen und gefördert wird. Ja, das ist dieses Framework der Rainbow Gatherings, die ursprünglich, also zum Beispiel ist diese ganze Hippie-Kultur aus den Rainbow Gatherings entstanden. Okay. Ja. Oder umgekehrt. Ich glaube, die Herausforderung von vielen, also die sehen schon irgendwie den Vorteil, die sehen, ja, das ist spannend,
Viele haben halt eine Maske auf, viele tragen eine Maske. Und diese Maske irgendwie abzulegen, authentisch zu sein, ja, auch seine Schwächen zu zeigen, da haben viele ein Thema mit. Ja. Ist ja auch verständlich. Wird er geschminkt auf in der Erde? Schminken sich die Frauen? Ja, spannende Frage. Es gibt so etwas wie Schmuck. Schmuck. Gefühlt gibt es keine Ohrringe, die machen sich keine Löcher in ihre Körper. Es Auch gibt. keine Tattoos. Nee, 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 nee. Tattoos sind ja sowieso so eine. Und keiner hat den Nasenring. Tattoos sind sowas von eine schwarzmagische Angelegenheit. Das ist echt eine bittere Programmierung, der wir da anheimfallen. Ja. Es gibt sowas wie Ringe, es gibt sowas wie naja, Accessoires, die den Selbstausdruck eines Menschen fördern, aber die werden auch also die werden flexibel angenommen und dann auch wieder dem Kollektiv zur Verfügung gestellt. Also das ist einen ganz anderen Umgang mit Eigentum in Anführungszeichen, weil viel mehr gelebt wird. Ich nehme mir das, was ich brauche und ich brauche nicht viel und alles, was ich nicht brauche, gebe ich der Gemeinschaft. Und es kann sein, dass ich jetzt gerade in einer Phase bin, wo mir der Ring, der Stock und der Hut ganz gut gefällt, weil er zu meinem Selbstausdruck passt. Und es kann sein, dass ich in der Woche gar nicht mehr damit resoniere, dann gebe ich das wieder ab und stelle das der Allgemeinheit zur Verfügung. Und so, ja, so findet einfach eine Regulierung statt. Also eines der großen Unterschiede, worüber das dann auch verständlich wird, dass so eine Gemeinschaft funktionieren kann, ist, dass keiner dabei ist, der sich irgendwie versucht, selbst zu bereichern in einem überheblichen Maße. Natürlich versucht jeder, sich das zu nehmen, was er gerade braucht. Und das darf auch einfach jedem zugestanden werden. Aber niemand versucht, über seine eigene Bedürftigkeit hinaus sich Sachen anzueignen, sich anzureichern, ne, oder zu horten. Das ist ein ganz überirdisches Phänomen, dieses Horten und dieses und da auch verknüpft mit dem Geldthema, was halt ganz offensichtlich aus einem inneren Mangel heraus passiert. Aber dieser innere Mangel ist in inner Erde nicht und deswegen nimmt sich jeder das, was er braucht und ja, dadurch ist für alle immer Fülle da. Also sie entwickeln ihre eigenen Talente und versuchen es nicht mit Machtdemonstrationen, mit irgendwas zu horten, mit Geld zu kompensieren. Ja, genau. Und also wir dürfen uns noch mal wirklich diese Flexibilität vor Augen führen, dass die Tätigkeiten sehr vielseitig sind. Und es kann sein, dass in einem Moment ein Wesen aus inner Erde zu einem außerirdischen Planeten fliegt, um dort bei einer hohen Ratssitzung teilzunehmen. Und danach gießt er wieder seinen Garten und pflanzt seine Sachen an. Also das, was wir als hohe spirituelle Sachen ansehen und dieses ganz geerdete, natürliche, dieses Kartoffelschälen und Holzhacken, so, das ist da ganz dicht beieinander und das ist da miteinander verknüpft. Also Als da zwei. gibt es auch keine Putzfrau oder sowas. Nee, gar nicht. Es ist also es werden die kleinen Sachen auch genauso geehrt wie die großen Sachen. Und es gibt da keine Hierarchie in den Berufen zum Beispiel. Das haben wir ja, ne, über die finanzielle Entlohnung meinen wir, dass ein Zahnarzt mehr leistet, weil er mehr Profit erwirtschaftet als eine Putzfrau. So.
Und das ist halt, das wird halt, also in Innererde ist jede Tätigkeit gleichwertig und sie wird viel mehr daran, deren Wert wird viel mehr daran gemessen, wie sehr ein Mensch über seine Tätigkeit seinen authentischen Selbstausdruck verfolgt. Und da gibt es auch Regulatoren, ne, wenn Wesen in Innererde sich selbst nicht richtig finden oder nicht so, also es gibt auch Ansätze von Selbstzweifel, also die sind auch nicht so perfekt, dass da alles komplett in Butter geradlinig läuft. Im Gegenteil, da gibt es auch Unklarheiten, ja, was mache ich jetzt, wie geht es bei mir weiter, Selbstzweifel etc. Aber die sind so kurz, diese Zeiten, dass sofort, also dass die Kultur sofort diesen Menschen auffängt und ihn dem Raum zur Verfügung stellt, wo er sich selbst wiederfinden kann. Ne, heute müssen wir uns erst eine posttraumatische Belastungsstörung oder ein Burnout-Syndrom anlachen, damit wir von der Gesellschaft die Legitimation bekommen, uns einen Freiraum zu geben selber. So, und in Innererde ist es halt sofort so, dass sobald Selbstzweifel oder Unklarheit in dem eigenen Weg auftauchen, dass sofort der Raum dafür da ist, das wieder in Ausgleich zu bringen oder seinen Weg wieder zu finden. Und diesen Raum gestehen wir uns ja in unserer Produktionsgesellschaft in Obererde gar nicht zu. Gibt auch keine Krankenversicherung. Gibt auch kein Corona. Ja, also, ja, wie. Ja. Ja, wie viel Zeit investieren Menschen für so Schwachsinn? Ja. Und die wesentlichen Gesundheitsinformationen bekommen sie nicht. Ich denke, da ist jeder auf Innererde. Selbst einem guten Mediziner weitaus überlegen zu wissen, wie der Körper funktioniert und wie man ihn gesund erhält. Und es gibt in Innererde durchaus Spezialgebiete und es gibt auch eher den Heilertypus und es gibt eher den Kriegertypus, also den Erforscher also es gibt, und die Typi sind angelehnt an eigentlich kosmische Urkräfte, die man mehr oder weniger in seinem System mit drin hat. Und deswegen werden die Berufe bzw. Berufungen sehr stark an den Typus von Mensch, den man verkörpern möchte, orientiert und ausgewählt. Und deswegen, ja, also ist es, wenn man sich mal die Berufe mal irgendwie in so ein Jobangebot irgendwie reinschaut, wie sich die Berufe auf Obererde eigentlich schon bezeichnen, ne, und was diese Berufe beinhalten, da müssen wir schon denken, ey, wie degeneriert müssen wir eigentlich sein, damit wir unsere Berufung in solche Worte kleiden und in solche Tätigkeiten pressen. Das zeugt ja eigentlich schon sehr stark von ja, Verlust von ursprünglichen Empfindungen von dem, welche Qualitäten wir eigentlich reinbringen könnten. Es gibt doch keine Virologen da unten. Es gibt Ärzte, also den Typus des Arzt und Heilers. Sowas gibt es und es gibt da auch sicherlich Spezialisierungen. Es gibt Heiler, die mehr auf energetischer Basis heilen. Es gibt Heiler, die mehr auf frequenztechnologischer Basis heilen. Es gibt Heiler, die naturmedizinisch mit
mit Pilzen und Kräutern heilen. Also da, es gibt schon Spezialisierung in dieser Weise. Und dennoch weiß jeder über andere Spezialisierungen Bescheid und weiß dann auch, also ja, ich würde da empfehlen, mal zu dem in dem Dorf zu gehen, weil der hat genau diese Erfahrung schon mal gemacht. Also es wird auch ganz viel über Erfahrungstransfer gearbeitet, dass wenn einer eine Erfahrung bereits schon durchlebt hat, dass er die wie frei dem Feld zur Verfügung stellt, dass andere diese Erfahrung für sich übertragen können. Das Lernen funktioniert ganz anders. Also wir lernen ja hier, indem wir uns externe Informationen aneignen. Das ist unsere Idee von Lernen. Das ist eher eine Verstopfung unserer Kanäle für intuitives Wissen, würde ich so sagen. Und in Inner Erde geht es, also ist das Lernen eher ein Transfer von Erfahrungen von denjenigen, die sie schon gemacht haben. Wenn wir uns hier befreien, wie viel Information, wir werden uns dann mit Innererde irgendwie besser kontaktieren, ganz sicherlich. Im Moment haben sie kein Interesse. Werden wir da informell auch dann unterstützt, dass wir uns möglichst schnell positiv entwickeln? Das werden wir ja jetzt schon. Du, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Kontaktler es gibt. Das ist unglaublich. Also da ist ja schon ein reger Austausch. Und tatsächlich werden auch immer noch einige Regierungsabteilungen, die nicht zu sehr im Deep State verankert sind, von Beratern von Inner Erde unterstützt. Also da ist schon viel Kommunikation und Kontakt da. Auch wenn sie nicht so offen nach außen gehen. Auch in Wissenschaftsbereichen gibt es immer wieder Kontaktler, und die wenigsten gehen raus als, okay, ich bin eigentlich ein Kontaktler. Die meisten ja, arbeiten nach wie vor verdeckt. So. Okay, Christa spricht von 50.000. Ja. Okay. 50.000 weltweit oder Ja, europaweit? weltweit. Weltweit. Ich glaube, dass die Zahl inzwischen auch angestiegen sein kann, aber Okay. haut ungefähr hin. Also ich sehe wahrscheinlich, wenn ich da mich in dieses Feld einklinke, sehe ich wahrscheinlich noch mehr Wesen, weil einfach, also ja, physische Kontaktler kann die Zahl ungefähr hinhauen. Aber es gibt ja so viele Wesen, die ganze Zeit zwischen den Ebenen hin und her switchen und eine Energiebalance wiederherstellen, also die auch nicht physischer Natur sind. Deswegen, also da findet ein reger Austausch statt, ja. Okay. Gut, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt nochmal einen Grundstein gelegt, dass sich hier viele das nochmal irgendwie besser visualisieren können und von dem Ziel vielleicht sich dann auch noch ein bisschen stärker magnetisch angezogen fühlen. Immer nur einen Stachel zu setzen, ist ja auch langweilig. Es darf ja auch mal was Positives dargestellt werden. Ich glaube, wir haben es für heute. Ja. Jetzt freuen wir uns noch ein bisschen auf Musik, glaube ich. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, gib mir mal 2 Minuten und Okay. dann habe ich das hier umgestellt und dann beschenke ich uns allen noch mit ein paar Klängen. Perfekt. Okay. Jo. 2 Minuten plus minus. Ja, Ja, bis gleich. bis gleich. Hört man mich? Thank you.
Thank you.
Merci. Merci für diese wunderbaren Klänge. Das hat Sehr nochmal gerne. gut getan. Habe ich gebraucht. Okay, ich würde sagen, ganz herzlichen Dank. Genau. Hat uns gut getan. Und Ja, danke, danke fürs Gespräch, für die Fragen, die auch immer wieder in mir was hochholen und die Sachen nochmal neu ordnen, die ich für mich schon irgendwie, ja, erkannt habe. Genau, wegen nächsten Mittwoch können wir nochmal persönlich sprechen. Ja, genau. Herzlichen Dank für heute. Fühle dich ganz lieb umarmt. Herzlich. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Adieu. Ciao. Und wir bis gleich. Okay. Hallo zurück nach der Werbepause. Wie geht's euch? Mögen die Gut. anderen auch ihre Kamera anmachen? Danke, Robin. Danke. So, wie fandet ihr den Tag bisher? Any comments? Den zweiten Teil fand ich richtig super. Ersten Teil habe ich noch gearbeitet und hoffe auf Video. Danke. Vielleicht. Ja, ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir dann diese positive Vorstellung haben, was möglich ist. Und ihr seht, diese Vorstellung haben wir rauszupushen jetzt. Weil Normalo kann sich nicht vorstellen, wie schön die Zukunft aussehen kann. Dass es ein Leben außerhalb dieses Sklavengefängnisses gibt. Und ja, vielleicht ist es gut, dass die uns aufzeigen, wie schrecklich die jetzt die Zukunft für uns planen. Dass wir jetzt die volle Motivation haben, jetzt in eine höher entwickelte Zivilisation überzuschreiten. Angenommen, ihr würdet was sagen wollen, was würdet ihr sagen? Ich habe eine Vision. Okay, wer hat da eine Vision? Der Bernd H. Der Bernd H. Ja. Gut. Hast du jetzt oder hattest du davor schon? Na, hatte ich zuvor schon. Nur bis jetzt aufgrund gewisser Dinge in meinem Leben wieder davon weggekommen, aber jetzt wieder in die Richtung. Das Jetzt. heißt, 2008 habe ich meine Ernährung vollständig verändert und Wunder erlebt. Und habe dann durch Rohkost und andere Dinge ja, eben meine Vision gewonnen. Die heißt, ich baue mir ein Erdhaus auf einem Grundstück, das ich nicht zahlen muss, sondern mit meiner Zeit ja, was zurückgebe. Beide profitieren, der, der mir den Grund gibt und ich, ja, wo ich dort sein kann. Und die Vision ist die, dass ich in meinem Erdhaus mit dem Rundherum möglichst autark lebe, möglichst, nicht ganz, das ist zu zeitaufwendig. Ja, und dort Kurse wiedergebe, wie ich sie schon gemacht habe, bezüglich Wildkräuter aus der Praxis. Nicht 100.000 Wildkräuter, sondern die paar wenigen, die groß rumstehen, wo man schnell große Mengen bekommt. Und ja, mit diesen Kursen, wie auch Gemüse, das ich anbaue, das Fermentieren, Milchsauer fermentieren, haltbar machen, damit ich halt möglichst autark bin und da wieder Kurse geben, da nicht zu viel Geld zu verlangen, sondern dass ich gerade irgendwie ein Durchkommen habe, dass ich mir einfach die bestmöglichen Lebensmittel, die ich nicht selber habe, leisten kann. Das ist mein Ding. So, und diese Leute, die da bei mir waren, die bekommen wieder, ja, Informationen, wie sie das selber machen können. Und so schließt sich irgendwie ein Kreislauf und ja, das ist eigentlich mein Ding.
da möchte ich wieder hin. Ich glaube, wir werden bald kein Geld mehr brauchen. Jedenfalls nicht so. Und du wirst dir auch keinen Grund kaufen müssen, den wirst du einfach haben. Den wirst du dir nehmen können. Weil ganz viele Sachen verändern sich jetzt und die Zukunft wird nicht annähernd so sein, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Sondern da wird jetzt viel passieren. Und diejenigen, die jetzt im System bleiben, die gehen mit dem System unter. Ja, ob ich das jetzt kaufe oder dann bekomme oder was Ja. Zeit gibt, das spielt ja keine Rolle, ja. Gut. Und so bringen wir uns alle ein, was wir besonders gut können. Und dann ergibt sich das von alleine. Ja, und ich habe dich auch jetzt intensiver verbreitet und wie du gesagt hast, eine Liste geschrieben mit einigen Leuten. Ja. Ja, ich starte jetzt wieder durch. Fein. Darum geht's jetzt. Also ich Und denke, wenn. du musst auch ins Lavantal kommen, Bernd, ne? Ja, auf ein Kennenlernen, weil ich hier meine Aufgaben habe. Das ist meine Vision. Aber ich mag euch unbedingt kennenlernen. Also jetzt geht es um eine Zeitqualität, wo wir erstmal zu überleben haben. Weil Normalo, die schlagen sich jetzt bald gegenseitig die Köpfe ein. Weil das System, das haben die überhitzt. Das kriegen die nicht mehr zurück. Da wird sich jetzt ganz vieles verselbstständigen. Und es geht jetzt darum, wir haben nicht viel Zeit. Ja, wir dürfen jetzt in die Puschen kommen. Ja, also die Zeit, so einen Selbsterfahrungstrip zu machen, ja. Und nebenher darf jetzt an dieser Zukunft gearbeitet werden. Also wir haben jetzt wirklich in die Puschen zu kommen und das zu verbreiten. Weil wir dürfen mehr werden. Und ich arbeite rund um die Uhr daran. Und wir kriegen es hin, wenn wir viele sind. Und deshalb ist jeder von uns gefordert. Ja, viele sind die tun. Nicht warten, nicht hoffen. Tun. Genau. Wie du es ständig sagst. Es gibt viel zu viele, die hoffen und nicht in die Handlung kommen. Und ja, so geht's nicht. Und ich hoffe ebenfalls, wie schon einer heute gesagt hat, vom Ulrich Mohr heute, ich war auch noch in meiner kleinen Firma, dass das Video irgendwie zu sehen wird. Ja, das kriegen wir jetzt hin. Super. Ja, also wir haben hier nochmal, also wir gehen hier morgens um 6 Uhr vielleicht ins Bett. Ja, da wird hier noch einiges geschnitten. Ab 18 Uhr ging es heute los. Gleich habe ich noch um Mitternacht die englische Version. Es geht jetzt einfach um Gas zu geben.